El nuevo programa para el fomento y la promoción de la educación en las escuelas Förderung 2.0 ofrece clases de alemán, matemáticas e inglés de forma gratuita en las escuelas populares Wiener Volkshochschulen y en las escuelas de primaria de la ciudad de Viena. Según Mario Rida, jefe ejecutivo de las escuelas populares Volkshochschulen, el objetivo del proyecto es el fortalecimiento de los conocimientos básicos de los niños para mejorar su nivel académico. Das Projekt Förderung 2.0, die VS-Gratis-Lernhilfe für Kinder, ist dazu da, um Kinder in der Schule zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben, beim Lernstoff mitzukommen, die Gefahr laufen, dass sie eine schlechte Note bekommen und den Schulerfolg nicht erreichen. Internamente, este proyecto está organizado de tal manera que se pueda ofrecer una excelente calidad a la hora de aprender, atendiendo de forma individual las necesidades de los niños. Es gibt zwei Bereiche. Einerseits der große zentrale Bereich sind die Lernhilfekurse. Wir sind damit an über 130 Schulen für alle 10- bis 14-Jährigen in Wien und bieten dort Lernhilfegruppen für Deutsch, Mathematik und Englisch an. 2 Stunden in der Woche. Die Eltern können die Kinder für diese Gruppen anmelden, findet dann wöchentlich statt. Das zweite sind die offenen Lernstationen, die sind an unseren Volkshochschulstandorten. Da kann man einfach hinkommen, da können die Kinder kommen, wenn sie eine Frage haben, wenn sie sich bei der Hausaufgabe nicht auskennen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, kommen mit ihrer Frage, sie bekommen das beantwortet und erklärt und können dann einfach wieder gehen. Con más de 9.000 inscripciones, 1.000 cursos y unos 400 tutores, el programa Förderung 2.0 ha demostrado en sus primeros 6 meses de vida que es un modelo único y exitoso en el área de educación primaria. Der eine wichtige Punkt ist, dass wirklich jedes Kind diese Unterstützung bekommt. Jedes Kind, das das braucht, unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern haben, welche Möglichkeiten es gibt. Jedes Kind, das es braucht, bekommt diese Unterstützung. Und das ist schon mal was ganz Tolles, was ganz Einzigartiges. Das andere ist, dass hier noch einmal in ganz anderer Weise ergänzend zur Schule unterstützend gearbeitet wird. Die Kinder bekommen hier noch einmal von einer zweiten, dritten Person die Sachen erklärt, können sich in einer sehr entspannten, offenen Atmosphäre einfach noch einmal mit dem Schulstoff auseinandersetzen. Aber es ist ein Erfolgsmodell, weil es einfach zeigt, wie Schule, wie Lernen auch anders funktionieren kann, wie Bildung auch positiv sein kann für die Kinder, für die Eltern, aber auch für die Schule. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil es ist eine ganz tolle Partnerschaft mit den Schulen in Wien. Wir arbeiten da wirklich gut zusammen, ergänzen uns und das ist dann wirklich richtungsweisend ein Modell, wie Bildung auch in dieser Stadt und in Zukunft sein sollte. Pero qué dicen los protagonistas de esta iniciativa? ¿Para qué asistir a clases extracurriculares después de la escuela? ¿Y por qué este modelo contribuye a fortalecer la diversidad de lenguas en la escuela primaria? Es hat auch mit Mehrsprachigkeit zu tun, weil es gerade auch Kinder unterstützt, die mehrsprachig sind, die einerseits sozusagen hier nochmal eine Festigung bekommen in ihren Deutschkenntnissen, weil sie aber grundsätzlich auch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und auch, weil die Gruppen ja auch sehr offen und sehr vielfältig sind. Es sind hier Kinder mit unterschiedlichen Sprachen zusammen. Sie lernen hier noch einmal in einem positiven Umfeld, in einem offenen Umfeld auch miteinander zu lernen, miteinander zu arbeiten, über alle Sprachen und Kulturen hinweg. Ich komme daher, weil es mir so Spaß macht. Wir lernen sehr gut, ja. Was lernst du hier? Deutsch. Ich gehe in dieser Schule. Also wir machen hier Grammatik und unsere Lehrerin hilft uns auch, wenn wir Schwierigkeiten haben. Ich lerne hier so Gleichungen, Prozentenrechnungen und ja und so weiter. Das hat mir sehr geholfen und meine Note hat sich verbessert. Hasta ahora, los resultados de este modelo de fomento y promoción educativo han dado resultados positivos y alentadores. Todo apunta a que para el próximo año escolar, esta iniciativa será indudablemente una de las prioridades del sistema educativo en la ciudad. Ja, wir sind schon in der Vorbereitung für das nächste Jahr. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir werden die Anstrengungen noch intensivieren. Wir wollen schauen, dass wir noch mehr Kindern die Möglichkeit auch geben. Es wird sich sicher rumsprechen, auch noch mehr. Und es wird auch noch mehr Kinder und Eltern geben, die das nutzen wollen.
Das heißt, wir werden das auch nochmal von der Menge der Kurse, der Angebote ausbauen. Wir werden auch nochmal genau hinschauen, gibt es spezielle Bedürfnisse der Kinder, der Eltern, und damit einfach das Angebot auch nochmal ein bisschen differenzieren und weiterentwickeln.